So, jetzt habe ich das Mikro an. Ich habe es im letzten Part ausgehabt. Hab zu spät gemerkt. Ja, es kommt noch eine Welle. Okay, Versorgung ist hier nicht gewährleistet. Doch. Und zwar durch da unten. Gott. Perfekt. Sehr schön. So. Der kann eigentlich da gar nichts machen. Ich würde sagen, wir bomben jetzt erstmal hier diese ganze Bande. Moment, nehmen wir mal anders da. Wir landen jetzt kackendreist sogar hier. Sehr schön. So, Jäger. Setzen jetzt hier unsere Luftwaffe ein und landen. Sehr schön. Sturzkampfbomber. Egal. Ist das genial. Kann man wunderbar hier landen. Und das hier auch. Hier kann man jetzt Bomben, dann kann ich drei Felder. Ja. Perfekt. Overwatch, ne? Wenn ich jetzt reinging, kriege ich doch. Kann ich doch nochmal raus und den Overwatch machen, oder? Nee. Hab keine Bewegungspunkte mehr. Ade. So. Hier, da bin ich in der Versorgung drin, das ist voll in Ordnung. Sehr schön. Panzerabwehr. Hier hin. Dann schicken wir den Panda damit. Aufklärer hier hin. Artillerie. Ein bisschen zurück. Das. Wow, ist der Firefly schlecht. Oh. Okay, 02. Ne, die Panzerabwehr hier hin. Hier hinten dran. Ja, du kannst da noch mal drauf, meinetwegen. Da unten wird das Panzermassaker gleich weitergehen. Ach, komm schon.
perfekt. We took all the key cities in the western Ukraine and Belarusia, General Marshall. My congratulations, General Eisenhower. It seems we've outdone even the Germans in the matter of invading the USSR. I was skeptical about involving Mr. Halder in the planning of this operation, and luckily, I was completely wrong. Your team has managed what the Nazis couldn't. You found the right approach to the Soviets and executed it flawlessly. Now, the Western Ukraine and Belarusia are free from communist rule and will join us in the march forward. Congratulations, Ike! This is an incredible achievement. Jupp, aber wir sind noch nicht durch. Wir müssen alle Feinde töten. Wir müssen noch die Sekundärziele machen. Flaggen haben wir auch noch nicht alle. Okay, aber wir sind auf jeden Fall hier. Wir haben die Hauptdinger durch. Das kann man jetzt schon mal sagen. So, okay. Du kannst Minen räumen, gehe ich mal jetzt von aus. Nö, kannst du nicht. Musst du das gleich hier helfen, aber du kommst hier so oder so da drüber. Wenn nicht, gehst du halt da drüber, ist auch egal. So, was haben wir hier noch? Nix. Ja, die Frage ist jetzt hier unten. Wie gehen wir da unten jetzt weiter vor? Ja, da kommt jetzt noch eine Welle. Okay, geh erstmal tanken, raus mit dir. So, Bomber. Bomber. Das heißt, Verstärkung wird hier wieder kommen. Das heißt, wir machen jetzt hier die Wege zu. Artillerie bleibt hier stehen. Hier unten ebenfalls Aufklärung hin. Hansa-Abwehr hier nach hin. Infanterie hier in die Wälder. Artillerie hier hin. Das heißt, wenn der jetzt hier kommt mit seiner Verstärkung. So. Ich mache das jetzt als finalen Part. Bin mal gespannt, wie lange das jetzt hier geht, weil ja, hier bin ich halt immer noch nicht durch. Ist doch echt zum Mäuse melken. Nee. Ja, die kriege ich nicht geklappt. Mit einer Infanterie komme ich da nicht durch. Das kann ich vergessen. So, du kannst mal hier hin. Kannst die Dinger da knacken. Haben wir auch noch, was haben wir da oben noch irgendwo in der Infanterie rumgeiern, wo man nicht mehr braucht? Wir haben hier eine Infanterie ab. So. Krasser Dude. Thank you.
Oh, jetzt kommt dann die Panzerabwehr rein. Ja, das ist nicht zu fassen. Ja, ist halt Nacht. Das ist halt, ja. So. The enemy is getting reinforcements. Again? Did they arm the entire population of the USSR? Ja, die Frage stelle ich mir auch die ganze Zeit. Bin jetzt echt verwirrt, was... Sekundäre Ziele sind alle durch. Das heißt, jetzt geht es nur noch um... Ja. Okay, jetzt müssen wir mal da reingucken. Jetzt müssen wir mal gucken, was da jetzt schon wieder gekommen ist. Ja, Wahnsinn. Ach du Scheiße. Shit. Ja... Mist. Das wäre hier. Ja, hier unten auch. Vier, sechs. Das ist die Luftwaffe von dem, ne? Okay, komm mal her. Zwei, fünf. Flak. Duran, ja. Nein, der kommt nicht mehr ran. Okay, fangen wir mal an. Der hat auch nichts mehr. Es kommt natürlich jetzt richtig passend. Weg, weil der gibt irgendeinen scheiß Boost. Der muss irgendeinen scheiß Boost geben, weil ich kriege hier richtig Probleme. Darf da wohl nicht wahr sein. 3, 8. So, der muss auch mal weg. Immer noch 2, 8. 0, 10. Sehr schön. So, Artillerie. Eins, zehn. Eins, fünf, vier. Artillerie. Komm schon. Eins, zehn. Ich habe ziemlich viel im Haus. Im Norden. Okay, das geht, wird nichts. Im Norden. Da haben wir noch einen Stutzkampfbomber. Wunderbar.
Der kommt hier drauf. Also geht doch. Bist du dann so krass? Zwei. Ja, komm. Weg. Nur du. Hier hin. So, hier ist nur das, korrekt. Oh je, oh je, oh je, oh je. So, wir haben im Süden ist nichts mehr. Nein. Ist nichts mehr. Okay. Gut. Gut. Das weniger. Problem ist, da steht eine ganze Armee und da habe ich ja noch die anderen stehen. Wahnsinn, also diese Teile da zu knacken ist wirklich Wahnsinn. Okay, schwäch den mal, ob das nur zwei. Das gibt's doch nicht, du kommst da im Verrecken nicht durch. Hier drauf. Das ist doch nicht zu fassen, mit null ergeben die sich doch im Normalfall. Das habe ich doch nicht gemacht. Ja. Das müssen wir auf jeden Fall als nächstes nachholen. Oh geil, ich bin vorhin hinterher bei dem einen gerauscht. Okay. Komm hier hin. Du hast eh keine Munition mehr. Wir haben eine Beförderung. Ach Quatsch. Warum könnte. Achso, weil der im Fahrzeug sitzt. Ja, okay. Was würde denn das bewirken? Lass uns mal gucken. Wow. Das ist gut, weil ich sehe, wir könnten da was noch besseres machen, diagonal.
Hier diagonal mal rein. Noch eine diagonal rein. Genial ist das, klaut dem auch voll die Munition. So. Lack. Kommt nirgendwo da ran. Okay. So, dann. Der Jäger. Gut. Ja, dann fangen wir mal an. Bei hier. Bombe. Und zwar hier drauf. Ja. Gerade diese IS-Panzer, die sind richtig ätzend. So, und jetzt haben wir dich, und da können wir vielleicht jetzt richtig was machen. So, Overruns hinkriegen. Jetzt kriegst du keinen doppelten Angriff hin. Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Bei 6, jo. Das nenne ich Ergebnis. Das nenne ich echt ein Ergebnis. Okay, machen wir erstmal das. Alter Schwede. Einfach nur böse das Ding gerade. Ja, der wascht sich da jetzt gerade durch. Keine Munition mehr, schade. Du hast das, was ist denn jetzt? So. So, Artillerie. Und das machen. Kriegen vielleicht doch die Runde hin. Wir haben ja auch hier Overruns bei denen. Du hast schon geschossen, ne? Hast du schon? Ne, du hast noch nicht geschossen. Fehlt noch ein Feind. Ach, hier oben. Ah. Nö. Komm schon, das kriege ich jetzt die Runde nicht mehr hin. Nein. Nee, das wird die Runde nichts mehr. Ach, ist das ärgerlich jetzt. Das ist jetzt ärgerlich. Ja gut, okay. Das ist jetzt ärgerlich. Ja gut, vielleicht killt er sich gerade selber. Na, fast. Fast
killt er sich selber. Okay, dann machen wir jetzt mal ganz schnell hier die Beförderung noch. Haben wir Geländeeigenschaft. So. Dann machen wir hier mal Folgendes. Das Standardding, Luftwaffe mit Sicherheit. Soweit ich da ist die weg. Da stürzt nichts mehr ab. Und alle zurück. Ja, sehr schön. So, wir haben's. Jupp. So, jetzt noch schnell gespeichert. Jupp. Und dann gucken wir mal, was haben wir gekriegt? Wir haben gekriegt von den Franzosen wohl, ja. Und zwar Luftverteidigung und harte Verteidigung für die HQ-Einheit. Ja, wie viel steht da nicht? Okay. Und zwei Kommandopunkte. Gut, dann gucken wir mal, was jetzt kommt. Ja, vergessen wir mal nicht, dass wir da mit schweren Panzern wie Tigern eigentlich hier unsere Speerspitze machen und mit den schweren alliierten Panzer, diese leichten Germans, wären nicht gerade so eine Freude. So, gucken wir mal, was kann man denn hier? UD, das ist ja in Sinn, damit dazu bringen. Warte mal. Indem du die... Da ist jetzt einiges passiert, okay. So, die klügsten Köpfe der UdS ist ja, indem du die besten sowjetischen Wissenschaftler dazu bringen konntest, sich auf die Seite, an unsere Seite anzuschließen, hast du sowohl einen Wissenschaftsboost für die Zukunft als auch für die Produktion feindlicher militärischer Ausrüstung in der Gegenwart sichergestellt. Weitere sowjetische Einheiten stehen zur Anforderung bereit. Oh, interessant. Ukrainische Freiwillige, du hast dem ukrainischen Volk geholfen, die bolschewistische Herrschaft loszuwerden und den Weg der Demokratie zu beschreiten. Die neu geformte ukrainische Regierung ist mit dem westlichen Block im Krieg gegen die UdSSR beigetreten. Alle Einheiten sind 4% günstiger. Weißrussische Freiwillige, du hast weißrussisches Volk geholfen, die bolschewistische Herrschaft loszuwerden. Also das gleiche, bla bla bla. Wieder 4% günstiger. Wow, das ist cool. Ja, sind jetzt noch zwei Dinger, weil ich habe jetzt immer bei den Errungenschaften gesehen, dass es noch zwei Errungenschaften gibt, also vier insgesamt, also gibt noch vier Medaillen. Das heißt, es sind wir jetzt in der vorletzten Mission und das ist dann die Schlacht von Kiew. Ja, bei den Deutschen war das ja schon sehr interessant. Bin mal gespannt, was uns da erwartet. Da kann ich mich an eine Zusatzmission erinnern, die wo mir wirklich die Nerven gerobbt hat. Charkov. Aber Leute, das war's von dem Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann geht's ab Richtung Kiew. Das war's von dem Part. Bye, bye.